Tell Me Freunde. Ja, bei uns gibt es heute Hot Dogs und ich möchte euch zeigen, wie ich meine Hot Dogs mache. Und zwar habe ich alle Zutaten schon wieder hergerichtet. Schaut mal, das brauchen wir alles für unsere Hot Dogs. Wir fangen natürlich mit dem Hefeteig an. Als erstes brauchen wir 20 Gramm Hefe. Ich habe jetzt weniger hergenommen, bei mir sind es jetzt 10 Gramm, weil bei mir der Teig etwas länger gehen muss, darum nehme ich weniger Hefe. Also 10 Gramm. Also ich 10 Gramm, ihr nehmt jetzt 20 Gramm Hefe, einen Teelöffel Zucker. Dann brauchen wir 130 Gramm Wasser und 120 Gramm Milch. Jetzt lösen wir uns die Hefe auf. Und zwar machen wir das 3 Minuten auf 37 Grad, Stufe 2. So, hat sich ganz toll aufgelöst. Jetzt braucht man 500 Gramm Weizenmehl. Ich habe jetzt wieder Typ 405. Ihr könnt es auch Dinkel Typ 630 hernehmen. Dann brauchen wir 40 Gramm Olivenöl. Und einen Teelöffel Salz. Und das verkneten wir uns jetzt zu einem schönen Hefeteig. Und zwar machen wir das Ganze 4 Minuten auf der Teigknetstufe. 4 Minuten auf Teig. So, der Teig wird jetzt umgefüllt. Schaut mal, so schaut er jetzt aus. Ist ein richtig schöner, schöner Hefeteig immer. Lässt sich auch ganz toll rausnehmen vom Mixtopf. Bleibt also wirklich so gut wie nichts hängen. Schaut mal, so wollen wir das doch. Ja, jetzt wird unsere Schüssel abgedeckt. Und der darf jetzt eine Stunde ruhen, dass er sich richtig schön verdoppelt, dass er richtig schön aufgeht. Ja, mit 20 Gramm Hefe jetzt eine Stunde. Bei mir waren es ja jetzt nicht einmal 10 Gramm. Ich lasse ihn jetzt 1,5 bis 2 Stunden lang gehen. Ja, und dann machen wir zusammen weiter. So, da la, und weiter geht's. Mein Teig ist jetzt knapp 2 Stunden gegangen. Und den geben wir jetzt raus. Dazu bemehle ich mir zuerst mal ein bisschen meine Arbeitsfläche, dass er nicht zu klebt. Und dann holen wir ihn raus. Und dann teilen wir uns den Teig in 6 Teile. Ungefähr gleich groß sollten sie sein, was ich immer nicht so hinbringe. Das ist wieder ein ganz kleiner. Ja, dann haben wir da noch einen dazu. Ja, so ungefähr, passt schon. Ja, das wären jetzt eben 6 Hotdog, 2, 4, 6, ja. Dann wird das Ganze ausgerollt. Also zuerst mal zu einem Fladen. Da bleibst. Und dann nehmen wir uns 2 Scheiben vom Scheiblettenkäse, legen das drauf, dann kommt ein bisschen Senf drauf, bisschen Ketchup, dann nehme ich wieder mein selber gemachtes Ketchup. Dann ein Wiener Würstchen, bisschen Essiggurken, also so machen es mir's. Ihr könnt es natürlich jetzt belegen, so wie ihr das wollt. Und ein bisschen Röstzwiebel geben wir immer noch mit rein. So, jetzt ist ganz wichtig, dass wir die richtig schön verschließen eben, dass wir hier
von beiden Seiten eben die Enden nach oben klappen, dass uns der Käse nicht rausläuft. Und dann wird das Ganze eingerollt. Und wirklich darauf achten, dass das wirklich schön verschlossen ist. So. Ich drücke es dann immer noch ein bisschen an, dass es wirklich schön zusammen ist. Und dann gebe ich das so mit der Seite, wo wir es zusammengeklappt haben, so drehe ich es dann um und so lege ich es dann aufs Blech. Jetzt machen wir einen, machen wir noch zusammen. Also zuerst wieder einen Fladen ausrollen. Dann wieder zwei Scheiben vom Scheiblettenkäse drauf. Ein Wiener Würstchen. Halt, stopp! Zuerst den Senf. Reihenfolge ist ja egal. Den Senf, bisschen Ketchup. Wiener Würstchen drauf. Außenrum wieder die Essiggurken. Frischzwiebeln und dann wieder schön einklappen und dann wieder vorsichtig zusammenrollen. Schauen, dass wir nichts kaputt machen, also dass wir keine Löcher in den Teig reinmachen mit den Nägeln, mit den Fingernägeln, und wirklich hochklappen und gut verschließen, dass uns wirklich der Käse nicht rausläuft. Aber meistens kommt er bei mir doch irgendwo raus. Schaut mal, so schaut die Unterseite wieder aus. Drehe ich es wieder um und lege es mir dann so aufs Blech. Und so mache ich jetzt die anderen vier auch noch, bis ich alle sechs fertig habe. Und dann schiebe ich sie in den Backofen, im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Ober-Unterhitze für ca. 20 bis 30 Minuten. Ich schaue einfach, bis sie mir die richtige Bräune haben. Und wenn sie soweit sind, zeige ich sie euch natürlich, wie sie fertig ausschauen. So, meine Hotdogs sind jetzt fertig. Schaut mal, ich habe es jetzt genau 30 Minuten auf 180 Grad drin gehabt. Und nach 30 Minuten habe ich auf 220 Grad ein bisschen hochgeschalten, damit sie dann noch ein bisschen braun werden von oben her. Jetzt nehmen wir mal einen weg hier. Haha, heiß. Ja. Schaut mal, so schaut er jetzt aus. Ich schneide ihn jetzt einmal auseinander, damit ihr seht, heiß, wie der innen aussieht. Heiß. Schaut mal, so schaut es innen aus. Ja, macht es doch einfach nach. Es ist total lecker. Und wie gesagt, es geht wirklich schnell eigentlich, bloß dass der Teig halt eine Stunde gehen muss. Ja, dann verabschiede ich mich auch schon bei euch. Rezept schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox. Macht's es gut, bis ganz, ganz bald. Eure Thermimanu!